Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz zur Änderung Artikel 141, 161, 20, 4200. Ich darf zur Einbringung bitten oder erteilen das Wort dem Kollegen Heidkamp. Herr Präsident, wir sehen uns dauernd. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ich war ja unwahrscheinlich überrascht, dass ich heute Abend einmal mit Herrn Kaufmann in großen Termen eigentlich auf einer Linie lag. Auch Frau Schardt-Sauer hat ein Teil. Ja, mit Herrn Kaufmann kommt das nicht auch vor. Kollege Heidkamp, Sie dürfen die Maske ablegen. Wie vorsichtig wir von der AfD doch sind, sehen Sie mal. Ne? Von dem Herrn Michael Ruhl war ich auch begeistert, denn er war ja so richtig auf der Seite der Zweidrittelmehrheit. Aber dann ist er abgebogen. Beim Erpressungspotenzial war es dann vorbei. Wir fühlen uns ganz anders erpresst, aber da können wir uns mal drüber unterhalten. Die Partei Die Linke beabsichtigt, sich die Schuldenbremse aus der Hessischen Verfassung zu entfernen. Um die Sache aber rund zu machen, müsste DIE LINKE dann auch die entsprechende Regelung im Artikel 109 des Grundgesetzes ändern. Frau Schardt-Sauer hat es schon angesprochen. In diesem Artikel 109 werden der Bund und die Länder verpflichtet, ihre Haushalte nicht mehr über eine weiter ansteigende Verschuldung zu finanzieren. Wenn DIE LINKE sich mit ihrem Vorhaben in Hessen und weiteren Bundesländern durchsetzt, dann würde Deutschland sogar gegen den Artikel 126 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen und mit dem Europäischen Fiskalpakt in Konflikt geraten. Die Partei DIE LINKE legt sich da etwas zu viel Heu auf die Gabel. Wir können und werden dem natürlich nicht zustimmen. Sie sehen diesen Gesetzentwurf der DIE LINKE aber als willkommene Gelegenheit, von den anderen Parteien der Regierung und der Opposition ein klares Bekenntnis zum Prinzip der Schuldenbremse einzufordern. Anstatt die Schuldenbremse abzuschaffen, guten Tag, fordern wir im Gegenteil in diesem Gesetzentwurf der Alternative für Deutschland eine Ergänzung in den Artikel 141 der Hessischen Verfassung aufzunehmen, damit die Abstimmungsmodalitäten nicht mehr durch einfaches Gesetz verändert werden können. Dieses Schlupfloch in der Verfassung kann geschlossen werden, wenn die Mehrheit des Landtags zustimmt. Nach Meinung der DIE LINKE hat sich die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung prinzipiell als nicht praktikabel erwiesen und gehört daher abgeschafft. Im linken Spektrum badet man ja nie lau oder im Ungefähren. Die Regierungsparteien CDU und Bündnis 90 die Grünen bekennen sich zwar in Theorie auch zur Schuldengrenze, erklären aber das entsprechende Ausführungsgesetz ebenfalls für nicht praktikabel, es wiederholt sich, und haben mit einfacher Mehrheit den Artikel 141 der Verfassung seines Inhalts beraubt. Eine beliebig nach politischer Interessenlage aussetzbare Schuldenbremse ist keine. Ohne mit großer Mehrheit rechtlich klar formulierte, in die Verfassung geschriebene Regeln werden es die Parlamente nie schaffen, die weitere grenzenlose Verschuldung aufzuhalten, geschweige denn zu korrigieren. Konkret heißt das, dass die Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Landtags für Abweichungen vom Verschuldungsverbot in den Artikel 141 der Hessischen Verfassung explizit aufgenommen werden muss. In konservativen Kreisen kann man von einer entsprechenden Kultur ausgehen, und die Bürger sind durch diese gegen verteilungsradikalistische Zumutungen geschützt. Je weiter man aber nach links schaut, mit einem neuerdings desaströsen Linksdrall der Mitte, werden die Ansprüche an den Staat immer größer und die Beiträge immer geringer. Die Aufnahme der Schuldenbremse in die Verfassung
ist ein sich vom Landtag in freier Entscheidung auferlegtes Mittel zur Disziplinierung bei den Ausgaben. Die Parteien CDU und FDP haben die Regel, dass ein Haushalt nur in Notlagen über Kredite finanziert werden darf, ja nicht ohne Grund, sondern in Anerkennung der menschlichen Schwächen in die Verfassung aufgenommen. Die Bundesländer Sachsen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein belegen, dass das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten eines Landtags für die Feststellung einer Notsituation und damit der Aufnahme von Krediten wie Sondervermögen nicht entgegensteht. Mit Konsternation mussten FDP, AfD und SPD zusehen, wie die CDU die von ihr selbst eingeführte und sehr erfolgreich praktizierte Schuldenbremse, Sie haben richtig darauf hingewiesen, wir hatten noch gar keine Schuldenbremse, aber allein, dass sie kam im Jahr 2019, 2020, hat ja schon gewirkt, in der ersten Bewährungsprobe mit dem durch nichts zu rechtfertigen Argument, nicht praktikabel, hatten wir schon mal, mit nur einfacher Mehrheit über Bord geworfen hat. Die Alternative für Deutschland bietet der FDP und den noch aufrechten Teilen der CDU mit diesem Gesetzentwurf die Gelegenheit, zu ihren ursprünglichen Überzeugungen und Intentionen zurückzukehren. Sie werden es sicher begrüßen, die SPD und die AfD im gleichen Boot zu finden. Angesichts der Bedeutung dieser Initiative für unser Land plädieren wir dafür, parteipolitische Erwägungen bei ihrer Entscheidung bitte hinten anzustellen. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Freien Demokraten ist die Abgeordnete Schardt-Sauer. Schwächelt schon um die Uhrzeit. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, uns liegt heute ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion vor, den man wohl als Gegenantrag zum Gesetzentwurf der LINKEN, den wir gerade beraten haben, verstehen kann. Und, werte Kollegen, bei dem Thema Schuldenbremse braucht die FDP keine Hilfestütze oder sonst was. Wir haben da unsere klaren eigenen inhaltlichen Parameter. Deshalb gehen wir ganz technisch in diese Beratungen. Worum geht es hier technisch? Bei dem Gesetzentwurf ist Gegenstand eine Änderung des Artikel 141 Hessischer Verfassung. Und im Kern soll 141 Hessischer Verfassung Absatz 4 um ein Quorum ergänzt werden in der Verfassung. Es ist nicht verwunderlich, dass wir über das Erfordernis eines dann qualifizierten Quorums zur Abweichung von der hessischen Schuldenbremse sprechen. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, 2011 haben sich 70% der Hessinnen und Hessen dafür ausgesprochen. Die LINKE war damals schon dagegen, die AfD gab es noch nicht. Im Ausführungsgesetz zum maßgeblichen Artikel 141 Hessischer Verfassung hat der Hessische Landtag auch ein konkretes Quorum verankert. Und bis März diesen Jahres lautete § 2, und er ist sehr wichtig, weil bei der Frage, was dann überhaupt noch gilt oder nicht, wie der Kollege Kaufmann es immer behauptet, hält man sich ansonsten bei den Zahlen oder an die Worte, sagen wir Juristen im Gesetz. Da heißt es, bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können aufgrund eines Beschlusses von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags abweichend von § 1 Absatz 1 Einnahmen aus Krediten vorgesehen werden. Im Zuge der Verabschiedung des Nachtrag 1, wie gesagt, Historiker werden sagen, 2020 war ein total spannendes Jahr von den Meilensteinen, wurde das Artikel 141 Gesetz befristet bis Ende 2020 geändert, aufgrund eines Beschlusses des Landtags, der einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bedarf. CDU und Grüne haben dann während der Beratungen oder der Aufdrängungen zum Nachtrag 2 das Artikel 141 Gesetz nochmals geändert. Nunmehr reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Was für ein Absturz oder historisch gesehen dokumentiert
mit der Entscheidung der schwarz-grüne Sündenfall. Der Sündenfall auf der Reise, von dem, dass wir mal stolz sein konnten, dass Hessen das erste Land war, das die Schuldenbremse in der Verfassung verankert hatte. Inzwischen haben, wir hatten das eben schon anskizziert, alle Bundesländer Regelungen getroffen, ganz unterschiedliche Quoren. Insoweit kann man sich technisch, und das ist Aufgabe eines Gesetzentwurfs, damit befassen, welche Quoren festgehalten werden. Zwei Drittel Mitglieder des Landtags in Schleswig-Holstein, Mehrheit der Mitglieder des Landtags, wie im Bundestag übrigens, Kanzlermehrheit. Baden-Württemberg, eine Beteiligung, hat verankert Naturkatastrophen als Wortdefinition. Zwei Drittel der abgegebenen Stimmen reichen dort oder auch bei Notsituationen. Es gibt eine große Spanne von Regelungsmöglichkeiten. Und aus Sicht der Freien Demokraten ist es so, sollte es so bleiben. Und wir werden dafür eintreten und ziehen dafür auch vor den Staatsgerichtshof eine möglichst hohe Hürde für die Ausnahme von der Schuldenbremse. Bis zum Sommer waren wir noch davon ausgegangen, der Schutzzaun ist hoch genug. Die Regelungen des 141-Gesetzes seien eine hohe Hürde. Dann hat aber die CDU gezeigt, Machterhalt, Machtstreben ist stärker als politische Grundsätze. Und deshalb sind wir losgezogen und klagen gemeinsam mit der SPD vor dem Staatsgerichtshof, unter anderem wegen der rechtswidrigen Änderung. Und werter Herr Kaufmann oder der ein oder andere Redner der CDU, die ihm vielleicht zu spätabendlicher Zeit suggerieren, Sie haben aber vorhin auch gesprochen, Herr Kollege Kaufmann, ich möchte ja nicht unterschlagen. Liebe Kollegen der CDU, Sie wollen im Grunde, lassen Sie doch die Namen albern halten. Es bleibt dabei, dass wir im Machterhalt die Schuldenbremse geopfert haben, um die Einstimmenmehrheit zu tun. Und wenn Sie, wer auch immer aus dieser Regierungskoalition, so tun, als sei gar nichts passiert, dann frage ich mich, was Sie eigentlich geändert haben, warum die Opposition so lästig ist. Warum haben Sie die Gesetze geändert? Wir stellen das auf den Prüfstand. Wir Freie Demokraten sind an jeder Erkenntnis, und das ist die Aufgabe von Gesetzberatungsverfahren, an jeder Erkenntnis, die uns hilft, die Schuldenbremse wieder zu alter Kraft zu verhelfen. Daran sind wir interessiert. Dafür werden wir uns einsetzen. Und mag doch der Staatsgerichtshof darüber befinden, ob Sie angeblich ja gar nichts gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Ruhl. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin also der andere. Vielen Dank. Ich hab vorhin meine Rede damit begonnen, die Zeit läuft. Das gilt auch für die Uhrzeit. Ich habe beim letzten Tagesordnungspunkt eigentlich alles gesagt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Deswegen schenke ich uns weitere 7 Minuten. Vielen Dank. Herr Kollege Rullis, gerade einer der beliebtesten Kollegen hier geworden und hat gut Zeit aufgeholt. Danke schön, Herr Kollege Ruhl. Ich darf das Wort erteilen dem nächsten Redner, und das ist hier nach meiner. Genau, Kollege Frank-Peter Kaufmann. Der andere. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen mich ja. Mir traut man die Freundlichkeit nicht zu, jetzt hier nicht zu reden. Und insoweit werde ich doch ein paar Bemerkungen machen, die zum Thema Zweidrittelmehrheit insbesondere aus meinem Mund ja auch schon Tradition hat
Da stehe ich auch ein bisschen unter dem Eindruck, dass der verehrte Kollege Weiß ja bei der Einbringung des Gesetzes, mit der wir den 141 Absatz, den 141 mit der Zweidrittelmehrheit geändert haben, im Sommer diesen Jahres in, sagen wir mal, sehr freundlicher, aber sehr massiver Weise beschimpft hat, mit schamlos und so weiter. Insoweit bin ich sozusagen nicht viele Komplimente gewohnt. Ich will noch einmal rekapitulieren. Die Zweidrittelmehrheit in dem 141er Gesetz und wurde beschlossen gegen massiven Widerstand und formuliert hier von SPD und Grünen. Der seinerzeitige verehrte Kollege Schmidt hat deutlich auf Artikel 88 der Hessischen Verfassung hingewiesen. Und Supermann, genau, und hat festgestellt, dass die Einführung einer Zweidrittelmehrheit einfach gesetzlich diesem Artikel der Verfassung widerspricht. Ich hatte mir erlaubt, den zweiten Gesichtspunkt hinzuzufügen, dass nämlich in einer Notsituation logischerweise eine Regierung handlungsfähig sein muss und das eine große Verführung für die Opposition darstellt, diesen Bedarf, dass sie mitstimmen muss, zu nutzen, um damit irgendetwas anderes mit zu bezwecken. Und genau, ja, wirklich. Und genau dieses wurde vom damaligen Kollegen Alexander Noll von der FDP als niederträchtig bezeichnet. So niederträchtig sei man nicht, dass man so in die Richtung überhaupt nur denke. Und leider hatte der Kollege Noll Unrecht, weil im Sommer dieses Jahres haben wir genau etwas anderes erlebt. Und das will ich Ihnen jetzt vorführen. Wie alle schon berichtet haben, wurde im März 2020 der erste Nachtragshaushalt und damit verbunden die Feststellung der Notlage sogar einstimmig hier im Landtag beschlossen. Alle nicken und sagen, ja, so war es. Nur mehr als zwei Drittel, es waren alle dafür. Ja. Nur, meine Damen und Herren, die Notlage, um die es ging, war im Sommer exakt dieselbe wie im März. Und dann erklären Sie bitte mal, warum es dann plötzlich für Sie keine mehr war, sondern Sie der Meinung waren, jetzt müsse man aber noch etwas beifügen. Und der verehrte Kollege, ja, jetzt müsse man noch beifügen, nämlich mitregieren zu wollen. Das hat der Kollege Weiß ja uns auch in der letzten Plenarrunde deutlich gemacht, indem er im Rahmen einer Aktuellen Stunde sagte zum Thema Kommunen, wir hätten gern mit am Tisch gesessen und es mitgestaltet. Und das haben wir nicht, das hat die Koalition nicht zugelassen. Demzufolge haben Sie gesagt, ja, dann stimmen wir auch der Feststellung einer Notlage nicht mehr zu. Und daher machen Sie sich alle die Gedanken, wo denn jetzt, an welcher Stelle man den jetzt sozusagen verstoßen hat, zumindest gegen den Geist. Denn die Pandemie und die Notsituation ist im März exakt dieselbe gewesen wie im Sommer. Sie ist leider immer heute noch genauso, wie wir wissen. Und wir kämpfen ja in der Regierungsmehrheit daran, dass wir sie endlich besiegen können, zumindest mit Hilfe des Impfstoffs dann eine deutlich positive Tendenz kriegen. Und unsere Hilfen, und das wissen Sie so gut wie wir, wirken ja in vielen Bereichen und haben, sagen wir mal, Schlimmeres bislang verhindern können. Wir hoffen, dass wir es am Ende auch gut überwinden. Also, die Behauptung, dass die Zweidrittelmehrheit sich bewährt hätte, ist völlig falsch. Jetzt will die AfD, die ja gemerkt hat, dass wir es aus dem Einfachgesetz herausnehmen konnten, zumal die Verfassung es nicht deckt, in die Verfassung reinschreiben. Das ist ein völlig zulässiges Verfahren, und völlig unstrittig, dass man das machen kann. Ihnen fehlt, glaube ich, die politische Mehrheit dafür, dass Sie das hier im Landtag mit der Mehrheit der Mitglieder beschließen können, was Sie ja müssten. Und deswegen darf man es trotzdem beantragen, natürlich, Herr Lambrou. Aber man muss sich auch anhören, sozusagen, was dagegen spricht. Und dagegen spricht leider massiv die Empirie. Und dagegen spricht auch, und das wurde schon erwähnt, aus meiner Sicht, dass das Grundgesetz, was ja sozusagen das Oberdach für die Schuldenbremsenformulierung ist, genau das nicht vorsieht, sondern nur die Mehrheit der Mitglieder. Und damit es hier keine Irrtümer gibt, die Mehrheit der Mitglieder dieses Landtags hat genau das beschlossen, was wir im Juli hier hatten. Es war die Mehrheit der Mitglieder. Gucken Sie im Protokoll nach. Von daher ist das exakt die gleiche Rechtssituation, die wir auch z.B. im Deutschen Bundestag haben und die Bundestag und Bundesrat bei der Verfassungsänderung im Grundgesetz entsprechend verankert haben. Jetzt finde ich nur noch eins eigentlich spannend. Wir haben ja eine Klage, ist auch schon mehrfach erwähnt worden, von dem Staatsgerichtshof, die auch unter anderem sich mit dem Verfahren befasst, mit dem Verfahren der Änderung des 141, was ja heute schon mehrfach angesprochen war. Ich finde es spannend.
Ich finde es spannend, wie da argumentiert wird, sozusagen aus dem Privatrecht heraus, das sei eine Art Vereinbarung, und die könne man nicht einseitig kündigen. Das wundert mich ein bisschen, weil Gesetzgebung schon etwas anderes ist als Vertragsgestaltung. Aber das wird alles in aller Ruhe der Staatsgerichtshof prüfen und dann sich darüber entscheiden. Die richtige Spannung liegt jetzt eigentlich im Verhalten der beiden klagenden Fraktionen zum Gesetzentwurf der AfD. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie stimmen dem AfD-Gesetzentwurf zu, das wollen wir mal sehen, dann wird man das auch entsprechend kommentieren können, oder Sie lehnen ihn ab. Aber dann fallen Sie bereits Ihrem eigenen Bevollmächtigten beim Staatsgerichtshof in den Rücken. Und insoweit werden Sie sich jetzt entscheiden müssen. Und so kommt es halt. So kommt es halt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD insbesondere und auch der FDP, wenn man so vollmundig etwas behauptet und dann andere sozusagen dazu veranlasst, sich entsprechend zu äußern. Im Übrigen darf ich noch auf eins hinweisen. In einem Land, wo eine sehr bewährte Verfassung wie in Hessen existiert, die zum Beispiel selbst für die Auflösung des Landtags keine Zweidrittelmehrheit braucht, ist es vielleicht doch ein bisschen abwegig. Sie wissen, Herr Lambrou, es gibt zwei Fälle, wo die hessische Verfassung eine Zweidrittelmehrheit vorschreibt. Das ist zum einen die Ministeranklage vor dem Staatsgerichtshof, und das ist zum zweiten die Ausrufung des verfassungsrechtlichen Notstands. Und damit zu vergleichen, die Feststellung, dass eine Notsituation da ist, wo der Staat zusätzliches Geld braucht, ich finde, es wäre vielleicht auch eine Stufe, mindestens eine Stufe, unangemessen, wenn man das genauso haben wollte. Sie wollen das so, Sie dürfen das wollen, aber Sie werden es, glaube ich, nicht erreichen. Die Mehrheit im Landtag wird Ihnen fehlen, und das finde ich richtig so. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abg. Marius Weiß, Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann das mit einem völlig überflüssigen AfD-Gesetzentwurf klugerweise so machen wie der CDU-Kollege eben, oder man macht es so wie der Kollege Kaufmann. Herr Kaufmann, es ist Ihre Sache, wenn Sie da 7 Minuten zu reden zu einem Gesetzentwurf, der es nicht wert ist. Es ist Ihre Sache. Wenn Sie diese 7 Minuten benutzen, um fast ausschließlich sich an der SPD abzuarbeiten, ist das auch Ihre Sache. Aber eine Sache kann ich hier nicht akzeptieren. Wenn wir von der CDU schon hören, dass das Erpressungspotenzial gewesen sei, dass wir also offensichtlich als Oppositionsfraktion versucht hätten, die Landesregierung zu erpressen damit, dann ist das schon bar jeder Realität. Aber wenn Sie sich hier hinstellen, und das haben Sie eben implizit gemacht und gesagt hat, dass unser Verhalten niederträchtig gewesen wäre, und das haben Sie gemacht mit dem Zitat vom Kollegen Noll, dann ist das unterirdisch und unsäglich und bar jedes Niveaus, Herr Kollege Kaufmann. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und das müssen wir uns hier auch, das müssen wir uns auch nicht bieten lassen. Deswegen habe ich das hier noch, dem noch einmal vehement widersprochen. Und von wegen, wenn es darum geht, wir haben der Notlage widersprochen. Das haben wir nicht. Wir haben der Notlage im Frühjahr nicht widersprochen. Und wir hätten für unseren Nachtrag, den FDP und SPD hier gemacht haben, selbstverständlich auch die Schuldenbremse Ausnahme beschließen müssen und hätten damit auch die Notlage beschlossen. Also es ist schlicht nicht wahr, wenn Sie gesagt haben, hier, wir hätten uns im Herbst geweigert, hier nicht die Notlage auszusprechen. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Zur Erwiderung hat der Abg. Kaufmann das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Weiß, vielen Dank für Ihren Beitrag. Jetzt haben wir es im Landtagsprotokoll, dass Sie zugestehen, dass Sie der Notlage im Sommer auch zugestimmt hätten, wenn wir ein anderes Verfahren gewählt hätten für die Beschaffung der Kredite. Nur, verehrter Kollege Weiß, genau das war nicht Ihre Zuständigkeit. Genau das steht nicht im 141er-Gesetz. Da steht drin, da muss die Zweidrittelmehrheit war vorgesehen, die Feststellung, ob es eine Notlage ist, und ein Tilgungsplan muss da sein. Und nicht zu sagen, der Weg, wie die Regierung sich entscheidet, und erst recht nicht, wofür sie das Geld ausgibt.
Das steht überhaupt nicht da drin. Das ist auch nicht der Zweidrittelmehrheit unterlegen, kann es auch nicht sein, weil das ist ganz normales Regierungshandeln. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir hätten die Notlage akzeptiert, dann finde ich das prima. Ich nehme an, dass diese Passage aus dem Landtagsprotokoll auch den Staatsgerichtshof zu gegebener Zeit interessieren wird. Ja, danke, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion Die Linken ist der Kollege Wilken. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mal ein bisschen überraschend anfangen, weil bei zwei Punkten stimme ich mit dem Kollegen Kaufmann vollkommen überein. Dieser Gesetzentwurf ist keine weitere Debatte wert, und die Gefahr, dass mit der Verankerung der Zweidrittelmehrheit in der Verfassung dieser gesamte Vorgang in einen vollkommen falschen Zusammenhang gestellt wird, sehen wir ganz genauso. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Nein, anders angefangen. Als ich gerade meinen Zettel abgegeben habe, hat der Präsident gesagt, jetzt noch mehr Schuldenbremse. Ich gestehe, ich bin stark versucht, zu den Mythen der Schuldenbremse, die ich mir hier gerade habe von vielen anhören müssen, auch noch eine Version dazu zu geben. Ich werde dem nicht erliegen, sehr geehrter Herr Präsident, sondern ich will auf einen Vorgang, wo mir gerade wirklich das Herz fast gestoppt hat, hinweisen. Das Wort Niedertracht ist schon gefallen. Ich will das Wort Niedertracht jetzt aber in einen anderen Zusammenhang stellen. Der Redner der AfD hat gerade hier gesagt, er appelliert an die FDP und die Aufrechten in der CDU, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Das erinnert mich an Thüringen, an Sachsen-Anhalt. Und wenn irgendetwas niederträchtig wird, dann ist das hier eine Riesengefahr, auch im Hessischen Landtag. Und das war mir jetzt noch einmal eine Minute Redezeit wert. Ich bedanke mich. Und wir bedanken uns, Herr Kollege Vizepräsident Dr. Wilken. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Warnecke für die Fraktion der SPD. Lieber Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Anmerkungen. Darf man das heute, so wie hier gesprochen wird, sagen, Herr Kaufmann, jetzt müssen wir uns doch einmal miteinander unterhalten, jetzt müssen wir uns gegenseitig einmal kaufen. Also erstens geht das Sondervermögen bis 2023 im Gegensatz zu einem Nachtragshaushalt, um einmal einen fundamentalen Unterschied zu benennen. Zweitens hat dieser Landtag mit nicht nur absoluter Mehrheit, sondern mit allen Fraktionen beschlossen, dass die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Hessischen Landtages unter Corona-Bedingungen keine gute Idee ist, sondern eine Zweidrittelmehrheit des Landtages. Damit verbunden ist offenkundig, dass Regierungskunst und auch die parlamentarische Diskussionskultur in anderen Ländern so ist, dass dort Zweidrittelmehrheiten gelten können, nicht abgeschafft. In Hessen kann das nicht sein. Das haben Sie für sich definiert. Das lässt tief blicken. Es lässt übrigens auch tief blicken, wenn Sie sagen, wenn Sie zu uns sagen, dass das, was dieser Landtag einstimmig beschlossen hat, nämlich zu sagen, eine Zweidrittelmehrheit, doch dieser Landtag hat zwei Drittel, nein, heute nicht, wenn der Land. Bitte, wer hat dagegen gestimmt? Ja, gut, jetzt können wir wieder über Einstimmigkeit und Einmütigkeit und all diese Sachen lange reden, aber der Punkt ist, also wenn Sie darüber ziselieren wollen, das kenne ich ja nun auch bei mir in der Partei, ob es einmütig oder einstimmig war, wenn es keine Gegenstimme gibt, ist es in der Regel einmütig, einstimmig irgendwie. So, und jetzt kommt der Punkt, den Sie damit verbunden sagen müssen. Dieser Landtag hat beschlossen, nicht die absolute Mehrheit der Mitglieder. Dieser Landtag hat nicht beschlossen,
eine Zweidrittelmehrheit der gewählten Mitglieder, sondern dieser Landtag hat beschlossen, eine Zweidrittelmehrheit. Und jetzt kommen Sie mit dem Argument, dass SPD und FDP einem Antrag der AfD deshalb zustimmen müssen, weil das abweicht von unserem derzeitigen Verhalten und wir daran gemessen würden. Finde ich unter uns Parteien, die normalerweise eine klare Haltung zu manchem haben, schon eine sportliche Argumentation. Ich vermute, dass wenn die AfD demnächst einen Antrag vorlegt, der aus irgendeinem Parteiprogramm von Ihnen kommt, dass Sie dem dann zustimmen werden, Herr Kaufmann. Diesen Deal sind Sie jetzt selber eingegangen. Und abschließend an die AfD gerichtet. Wir hätten ja eigentlich erwartet, dass Sie die Klage zum Staatsgerichtshof einreichen und jetzt nicht versuchen, im Vorfeld noch mit einer Warten wir noch einmal ab und nicht einen Antrag einbringen, der im Grunde genommen die Thematik, die vor dem Staatsgerichtshof geklärt werden soll, im Vorfeld versucht zu regeln, und zwar auf eine Art und Weise, die dann in der Verfassung festgeschrieben ist. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass wir eine Regelung hatten, die dieser Landtag mit übergroßer Mehrheit beschlossen hat. Aber selbstverständlich, sonst hätte es ja keine Mehrheit gegeben. Sie können das ja gern auch noch einmal kommentieren, Herr Kaufmann. Ich wollte ja eigentlich uns noch Minuten schenken. Ich wollte, bitte? Die Rede von Norbert Schmidt. Ja, die Rede von Norbert Schmidt hat etwas mit dem Zustandekommen zu tun. Und interessant ist immer, wie diejenigen, die sich vor einiger Zeit so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, sich anders verhalten. Und mit Begründungen, die offenkundig nicht parlamentarisch bedingt sind, sondern die taktisch bedingt sind. Und es könnte ja durchaus sein, dass Grün und Schwarz sich übermorgen überlegen, dann doch wieder eine Zweidrittelmehrheit einzuführen. Ja, warum auch nicht? Weil es eigentlich auch egal ist. Und genau dieser Umgang in Krisenzeiten, das war übrigens ein ganz massiver Kritikpunkt, in Krisenzeiten Regeln zu ändern, in Krisenzeiten, wenn die Regeln angewandt werden, das ist dann schon verräterisch. Und da war mein Hinweis damals gewesen, wenn Sie schon kaufen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, da war mein Hinweis, das machen auch immer Regime, die zum Höheren, Nutzen und Frommen in den Zeiten gerade die Regeln ändern, wenn es darauf ankommt, die Regeln anzuwenden, und zwar in der Regel gegen die Opposition. Darüber sollten Sie nachdenken als Grüne, die auch lange Jahre in der Opposition waren und solche Regeln in der Regel hochgehalten haben. Das war unser massiver Kritikpunkt. Über die juristischen Fragen wird vor dem Staatsgerichtshof verhandelt, und wir werden sicherlich vor dem Staatsgerichtshof das eine oder andere auszutragen haben. Aber Herr Kaufmann, Ihren Hinweis, dass Sie zukünftig AfD-Anträgen zustimmen, wenn Sie inhaltlich der Meinung sind, Chapeau, ich bin gespannt, wie das ausgeht in Ihrer Partei. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Wir haben zwei Kurzinterventionen vorliegen. Wie wollen wir es machen? Wollen wir die Kurzinterventionen hintereinander machen? Und Sie haben dann 4 Minuten. So würden wir es machen. Herr Kollege Heidkamp, fangen Sie doch an. Ich bin noch mal kleiner, Frau Wissler. Frau Wissler, ich danke Ihnen absolut, dass Sie diesen Antrag gestellt haben, diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Ja, steht ja jetzt gleich zum Vorredner. Der Vorredner, es wurde ja hier angesprochen, Normenkontrollklage. Wir haben uns ja rechtliche Informationen eingeholt. Die Normenkontrollklage ist nicht an eine Zeit gebunden. Und die rechtliche Einschätzung war, dass wir ja keine Paragraphenreiter sind, sondern dass wir abwarten sollten, was die Regierungskoalition macht mit diesen 12 Milliarden. Und je länger wir warten, wir sind jetzt beim 5. GZSG-Maßnahmen, es türmt sich auf, meine liebe Regierungskoalition. Es kommt ein Fakt zum anderen, und die Akte wird immer besser. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Herr Kollege Kaufmann hatte ebenfalls eine Kurzintervention angemeldet. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Warnecke, es tut mir leid, ich habe nicht so ganz verstanden, was Sie uns erzählen wollten. Um es noch einmal klar zu haben, damit es auch im Protokoll steht. Die seinerzeitige Einführung der Zweidrittelmehrheit war in diesem Landtag beschlossen worden von einer Mehrheit von CDU und FDP gegen den Widerstand von SPD und uns und ich glaube auch der Linken, weil wir alle anderer Meinung waren, Sie mit dem Verfassungsargument, ich mit dem Argument der möglichen Erpressbarkeit einer Regierung
Regierung, die dann aber eine Mehrheit braucht. Und genau diese Befürchtung nannte der Kollege Noll Niedertracht. Insoweit war das ein Zitat. Jetzt habe ich die Feststellung zu treffen, und das hat der Kollege Weiß dankenswerterweise eben bestätigt, dass Sie auch in diesem Sommer durchaus der Meinung waren, dass die Notlage weiterhin gegeben ist. Trotzdem haben Sie Ihre Zustimmung verweigert mit der Begründung, das Verfahren, nämlich ein Sondervermögen, sei nicht Ihr Weg, sondern Sie hätten die Forderung, einen weiteren Nachtragshaushalt zu machen. Und dann über die Frage, dass das aus unserer Sicht keinen Sinn macht, weil dann nämlich die Überjährigkeit der Problematik überhaupt nicht eingefangen werden kann, haben Sie letztendlich, zumindest nach meiner Wahrnehmung, nichts Überzeugendes beigetragen. Demzufolge haben wir dann gesagt, wir müssen das aber so machen. Und im Übrigen war Ihr Argument, wir sind dafür, aber ihr müsst es anders machen, war keins, was vom 141 gedeckt wäre. Weil da steht nicht drin, dass die Zweidrittelmehrheit dafür gebraucht würde. Und das ist der Vorbehalt. Folglich mussten wir, wie ich es damals formuliert habe, den Blockadebolzen ziehen. Und genau das haben wir gemacht, damit wir Hessen weiter helfen können. Und ich finde das sehr erfolgreich. Und verehrter, warum schreien Sie eigentlich so viel? Und verehrter Kollege Heidkamp, wir werden heute nicht über das Maßnahmenpaket reden. Haben wir morgen noch Gelegenheit? Dann merken Sie nämlich, dass Ihr Argument an der Stelle auch völlig falsch war. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Kollege Warnecke, Sie haben, wenn Sie Lust. Dankeschön. Dann darf ich Herrn Staatsminister Boddenberg für die Landesregierung das Wort erteilen. Ja, Herr Präsident, Sie nehmen mir das jetzt nicht übel, aber ich habe Ihren etwas missmutigen Blick sehr wohl registriert und kann fast mich dem anschließen, was Kollege Reul gesagt hat, ohne dass ich die gleichen Sympathiebekundungen erwarte, wie er sie erfahren hat. Ich will nur so viel sagen. Ich glaube, man kann über die Rhetorik und die Tonalität am heutigen Abend durchaus streiten. Aber das, was Herr Kaufmann vorgetragen hat im Ablauf der Geschichte des 141er und der Verfassungsänderung, ist, glaube ich, unstreitig. Und es ist, glaube ich, und sollte unstreitig sein, dass, wenn man das auch weiß, man darüber nicht um diese Uhrzeit streitet, nämlich dass es unterschiedliche Auffassungen damals gegeben hat zwischen CDU, FDP und SPD, Grünen. Das kann man ja nun einmal nachlesen. Und das Zweite ist, Michael Müller hat eben einen Zwischenruf gemacht, nämlich als es darum ging, der Landtag hat beschlossen. Ja, und es ist einer seiner Kritikpunkte. Ich will durchaus einräumen, auch in der CDU-Fraktion haben wir selbstverständlich auch diese rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Debatten geführt. Es ist einer seiner Einwände, dass er sagt, diese Mehrheit von zwei Dritteln in einem Einfachgesetz für eine solche Notlagenfeststellung habe ich jedenfalls in der Legislaturperiode, in der ich Verantwortung trage, nicht beschlossen. Und insofern fühle ich mich in meinen Rechten als Abgeordneter, der einige Jahre später diesem Landtag eingerückt ist, fühle ich mich dort, ja, ich sag mal, ungerecht bzw. rechtsstaatsprinziplich und was die Mehrheitsbildung in einem solchen Parlament anbelangt, nicht adäquat behandelt als Abgeordneter. Ich formuliere das jetzt einmal ungeristisch. Ich glaube, ich könnte es sogar auch halbwegs juristisch. So, und das, glaube ich, ist ein Streit, den man ohne Zögern stundenlang führen kann. Und die Frage, die jetzt in den Kontext der Klageschrift gestellt worden ist, nämlich, dass das in dem aktuellen Ablauf halt kritisch gesehen wird von Ihrem Gutachter, kann man auch so formulieren. Ich bin gespannt, was der Staatsgerichtshof rauskommt. In dem Punkt bin ich übrigens ziemlich zuversichtlich, was da rauskommen wird, in dem Sinne, in dem wir das Gesetz seinerzeit geändert haben. Aber den Streit, wie gesagt, müssen wir heute Abend nicht noch einmal führen. Danke fürs Zuhören. Und jetzt wenden wir uns anderen Themen zu, denke ich. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD. Überweisen den Gesetzentwurf an den HHA.